Okay, woran erkennt man eine ungesunde Beziehung? Also erstmal ist es ja so nett und kann man sich ja so sehr freuen, dass überhaupt Herz zu Herz findet. Also wir Menschen sind so sehr Beziehungswesen, dass wenn Nähe entsteht, wenn es Verbindung gibt zwischen uns, ist es erstmal immer positiv. Das fühlt sich immer erstmal schön an. Ich weiß nicht, wer von euch Latein hatte. Wer hatte Latein in der Schule? Ja, es gibt eine berühmte Definition von dem, was Beziehung, von dem, was Freundschaft ist. Wer weiß das? Genau, ein paar rufen es rein. Idem velle atque idem nolle. Wo steht es? Genau, in der Conjuratio Catiline von Sallust, in der Verschwörung des Catilin. Ja, da schreibt der Sallust, darin besteht die Freundschaft idem velle atque idem nolle. Das heißt, das gleiche wollen und das gleiche nicht wollen. Ne? Beziehung entsteht, wenn zwei irgendwie das gleiche wollen. Ja? Und das ist erstmal schön, weil wir wollen das Gleiche, wir haben das gleiche Interesse, wir fühlen uns nahe in dem. Jetzt das Problem ist, dass indem man sich nahe fühlt oder das, was man gemeinsam will, kann was Gutes oder kann was Schlechtes sein. Logisch? Ich bin auf ein Beispiel gekommen für eine sehr eigenartige Freundschaft. In dem Prozess von Jesus, als Jesus hingerichtet wurde, da gab es zwei Männer, die beteiligt waren. Nämlich den Pontius Pilatus und den Herodes. Und hier steht was höchst Eigenartiges über eine frisch entstehende Freundschaft, nämlich Herodes. Er trieb seinen Spott mit Jesus, ließ ihm ein Prunkgewand umhängen und schickte ihn so zu Pilatus zurück. An diesem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde. Vorher waren sie Feinde gewesen. Also lass es sich so sagen, weil sich zwei verbunden fühlen, weil zwei was gemeinsam haben und weil zwei ein Interesse verbindet und sich das sogar toll anfühlt, heißt noch nicht, dass das gut ist. Und das ist schon mal die erste wichtige didaktische Sache, Erkenntnis heute Abend. Nur weil du verliebt bist oder nur weil zwei sich gern mögen oder nur weil sich das so anfühlt, als hätten wir uns schon immer gekannt oder nur weil man sich ein Leben ohne einander gar nicht vorstellen könnte, heißt noch nicht, dass es eine gute Beziehung ist. Sondern woran erkennt man, was eine ungute, was eine ungesunde Beziehung ist? Ich will euch ein paar Kennzeichen geben, aber das Problem ist, ihr Lieben, je genauer man an das Thema hineinblickt, desto mehr merkt man, es ist super komplex, weil es extrem viel zusammenhängt mit dem, wie man selber funktioniert als Mensch. Und ich kann es heute nur anreißen. Alles, was ich heute tun kann, sind drei Dinge. Das erste, ich kann Leute, die selber in einer Beziehung drin sind, wo du vielleicht kein hundertprozentig gutes Gefühl hast, aber du bist da nicht sicher, ich kann euch Hilfe geben zu erkennen, ob es vielleicht nicht besser wäre, diese Beziehung zu beenden. Ja, das ist, falls es noch Möglichkeit dazu gibt. Das ist die erste Sache. Das zweite ist, ich würde gern uns ermutigen, dass wir anderen Leuten sagen, wenn wir merken, dass eine Beziehung nicht gut ist, in der sie sind. Weil ehrlich gesagt, mich nervt das. Mich nervt das. Es sind Leute auf eine Hochzeit eingeladen. Und wenn du die Leute mit den Leuten, alle freuen sich hier, Sekt anstoßen und Törtchen, hast du die Braut gesehen, ja? Und dann redest du mit den Gästen und eigentlich denken sich alle, boah, wenn das mal gut geht, boah, ja? So. Und ein Jahr später lassen die sich scheiden und dann sagen alle, ja, ich hab's eh geahnt, ich hab's geahnt. Genau. Und wer hat was gesagt? Keiner hat was gesagt. Jeder hat angestoßen mit dem Sekt und schön, ja? Wir sind oft Feiglinge und sagen das nicht. Und ich glaube, wir brauchen auch eine Kultur, wo man freundschaftlich auch mal sagt, hey, das ist eigentlich gar nicht so toll mit euch beiden. So was brauchen wir. Und schließlich das dritte ist, wenn du in einer Beziehung bist, die problematisch ist, möchte ich dir ein paar Sachen aufzeigen, wo mögliche Baustellen sind. Also erwarte nicht, dass jetzt mit diesem einen Vortrag Beziehungsprobleme gelöst werden oder Probleme in deinem Leben gelöst werden. Ich werde die nur anreißen können, weil es so komplexe Sachen sind. Aber du hast zumindest mal einen Überblick, um was es überhaupt gehen kann und du kannst dann weiter damit arbeiten oder auch Literaturtipps weiterverfolgen, die ich hier unten auch im Skript angegeben habe. Ich habe eine total dramatische Nachricht am Anfang über ungesunde Beziehungen und die lautet, es gibt unfassbar viele davon. Man kann sogar so weit gehen und sagen, es gibt eigentlich keine gesunde Beziehung. Also je genauer du hinschaust, desto deutlicher merkst du, dass jede Beziehung an irgendeinem Punkt krank ist, weil jeder Mensch an irgendeinem Punkt einen kleinen Knacks hat. Ja? Wir Menschen lernen Beziehung in den ersten Lebensjahren. Und zwar von Menschen, die auch irgendwo ein bisschen einen Knacks haben. Die meinen es gut und die sind liebend, aber niemand hatte ein absolut ideales Beziehungsnetz um sich rum. Deswegen können wir nicht in unsere eigene Geschichte blicken, wenn wir herausfinden wollen, wie sieht denn eigentlich eine heile Beziehung aus, sondern
Wir Christen glauben, dass es eine Person gab, die auf eine exemplarische und vollkommene Weise Menschsein und Beziehung gelebt hat. Und das ist Jesus. Und anhand von Jesus möchte ich mal demonstrieren, wie tatsächliche, vollkommene, wahre Beziehung aussieht. Es steht nirgends irgendwo in der Bibel Folgendes wahr über Jesus und seine Beziehungen, also so, sondern es erschließt sich eher, wenn du im Kontext einzelne Geschichten betrachtest. Das Erste, was auffällt, also hier, das ist eine Person und in diesem Fall ist es Jesus. Das Erste, was auffällt, ist, welche große Bedeutung im Leben Jesu seine Beziehung zu seinem Vater hatte. Das bahnt sich schon am Anfang des Lebens an, und am Anfang des öffentlichen Lebens, dass Jesus von Gott, seinem Vater, hört: Du bist mein geliebter Sohn, an dem habe ich meinen Gefallen gefunden. Und Jesus ist aufgrund dieser Liebesbeziehung zu Gott ziemlich entspannt im Umgang mit Menschen. Das bedeutet, er ist sehr unabhängig von Menschen. Er lässt sich nicht manipulieren, er lässt sich nicht austricksen, er muss den Leuten nichts beweisen, er muss sich nicht einschmeicheln. Also teilweise sogar im krassen Gegenteil. Er sagt denen echt, mach mal voll die Meinung. Und diese Fähigkeit, die nenne ich mal selber stehen. Im Sinne von, Jesus ist einer, und jemand, der eine gesunde Beziehung lebt, ist jemand, der selber stehen kann. Der braucht nicht ständig jemand, der ihn stützt und der ihn tätschelt, sondern er hat einen gesunden Selbststand. Und weil Jesus das hat, ist er fähig, mit anderen Menschen auf eine ganz wunderbare Weise umzugehen. Und wenn du die ganzen Geschichten von Jesus ansiehst, dann siehst du erstmal zum Beispiel, dass Jesus absolut fähig ist, Nähe zuzulassen. Ich sage das deswegen, weil nicht jeder Mensch ist es in gleicher Weise. Ne? Manche Menschen haben Angst vor Nähe. Jesus hat in vielerlei Situationen gar keine Angst vor Nähe. Er kann sich berühren lassen. Er hat einen total entspannten Umgang mit Frauen. Er mag Kinder gerne. Er spricht über sich selbst. Es ist nichts Kühles, nichts Distanziertes. Jetzt kommt das Aber. Aber gleichzeitig bleibt Jesus immer frei. Ja, der lässt sich nicht vereinnahmen, nicht mal von seinen engsten Verwandten, die sagen, Jesus, jetzt wollen wir dich treffen. Und Jesus sagt, hey, jetzt gerade führt mein Vater mich woanders hin. Oder Jesus, komm bitte in unser Dorf, da sollst du auch noch kommen. Er sagt, nein, ich muss jetzt Zeit mit meinem Vater verbringen. Und ich nenne diese Fähigkeit einfach Freiheit. Jesus schafft es auf eine wunderbare Weise, einerseits Nähe einzugehen, aber seine Freiheit nicht zu verlieren. Also er entscheidet selber letztendlich, wie weit er sich wann öffnet, wann er auch Zeit für sich und seine Beziehung mit Gott braucht und kann deswegen auch immer klar sein. Und dieses Wort Freiheit, das hängt ganz eng zusammen mit einem zweiten Wort, und zwar dem Wort Wahrheit. Das ist fast das Gleiche. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und Jesus kann auf eine ganz wunderbare Weise liebevoll und nah sein und trotzdem wahr, also Klartext reden, auch mit seinen Jüngern. Manchmal erschreckend klar und ohne, dass es lieblos ist. Also bei Jesus ist das kein Widerspruch. Und man könnte sagen, in einer heilen und gesunden Beziehung ist es kein Widerspruch. Dieses, dass wir nah sein können, aber dass wir trotzdem unsere Wahrheit und unsere Freiheit nicht einbüßen müssen. Und zwar, naja, weil ich selber stehe und im Idealfall du auch selber einen Grund hast, auf dem du stehst und im Idealfall du auch eine Quelle nach oben hast, die dich hält. Jetzt, natürlich ernüchternde Wahrheit, aber ist auch kein Problem, das zu erkennen. Keiner von uns hat das auf vollkommene Weise erlebt. Gottes Urbild ist dass es hier ein Geben und Nehmen von Nähe gibt, von zwei Menschen, die selber stehen und deren Nähe aber nicht im Widerspruch steht zu Wahrheit und zu einer Freiheit. Also die dominieren sich nicht gegenseitig, da buttert nicht einer den anderen unter, sondern das ist auf Augenhöhe. Und wenn so eine Beziehung herrscht, dann wird da was Gutes draus. Ja, was wird da draus? Ja, manchmal auch ein Kind, genau, aber es wird irgendwie Leben
und Energie draus. Ich spreche heute ja nicht nur übrigens über Liebesbeziehungen, über Partnerbeziehungen, auch über Freundschaften. Und Gottes Ziel ist, dass zwei Menschen, egal in Freundschaften oder in Partnerschaften, nicht nur sich praktisch gegenseitig bespaßen, sondern dass das eine Kraftquelle wird, um dann fruchtbar zu werden in die Welt hinein, aus diesem Geschehen heraus. Ja, macht Sinn? Alles klar. Das Traurige ist, dass wir alle in unseren ersten Lebensjahren auf unterschiedliche Weise das so nicht gelernt haben. Und zwar ist unser Problem, in der Regel geht es schon hier los. Ja? Seit dieser dramatischen Geschichte, die man Sündenfall nennt, also wo diese Beziehung zwischen Gott und Mensch geknackst ist, haben wir Menschen Mühe mit diesem Selberstehen. Jeder von uns. Mühe mit diesem, ich kann ruhen in dem, wer ich bin, in dem, wer ich für Gott bin. Und stattdessen fangen wir an, von anderen Leuten was zu erwarten, was gar nicht ihr Job ist. Ja, also wir fangen an, weil das nicht da ist und weil das nicht da ist, müssen wir irgendwie den aussaugen oder müssen wir uns an den ranklammern. Und das lernen Kinder tatsächlich oft schon sehr, sehr früh. Tatsächlich ist es oft, das kannst du vielleicht aus deiner eigenen Geschichte, gibt es einen großen Konflikt zwischen Nähe und Wahrheit oder zwischen Nähe und Freiheit. Jeder Mensch braucht Nähe und das kleine Kind lernt, du kriegst Nähe, du kriegst Liebe, aber nur wenn du ein braves Kind bist. Und ein braves Kind bedeutet, ja, wenn du die Erwartungen erfüllst von der Mama oder vom Papa. Jetzt kommt das Kind an einen Moment, wo es aber die Erwartungen nicht erfüllen will, weil es was anderes will. Und es ist ein Konflikt. Und das Kind überlegt, opfere ich jetzt die Nähe und mache auf Rebell und ich will meine Freiheit? Oder ist mir die Nähe so wichtig? Und wir sind verletzliche Menschen und da ist die Gefahr naheliegend, dass das Kind sagt, alles klar, okay, dann verbiege ich mich halt. Oder dann schlucke ich das halt runter, was ich eigentlich sagen will. Weil wenn ich jetzt wahrhaftig wäre, dann gäbe es einen Aufstand. Oder dann wäre die Mama ganz traurig und die Mama darf nicht traurig sein und deswegen lüge ich sie an aus lauter Freundlichkeit. Und ich verliere die Wahrheit. Oder ich verstelle mich, sage, ja, ich mach schon alles, ich mache ja eh alles. Hauptsache, ihr seid wieder lieb und ich tröste euch alle und bin daher aber nicht mehr wahrhaftig zu mir selber. Das ist gar nicht wahr, das ist gar nicht echt. Ja? Und ich verliere dadurch ein Stück weit von meiner Freiheit, von dem, wer ich bin. Und dann gibt es natürlich das andere Muster zu sagen, hey, ist mir jetzt alles egal, ich bin das Rebell, ich sag knallhart die Wahrheit und ich wähle meine Freiheit. Und da werden manche sehr kalte Rebellen draus. Die sagen, weißt du was, ich werde ohne eurer Nähe leben, ich brauche jetzt keine Nähe mehr. Ich bin mein eigener Herr, ich erleiste mir meinen Stand in der Welt. Ja? Ab jetzt bin ich jemand. Oder ich suche jetzt nur noch Lob und Anerkennung. Ja, oder nee, mein Herz zeige ich euch nicht mehr. Sondern ich weiß, wie ich das mache. Ich trick's ein bisschen und dann werdet ihr alle applaudieren und dann passt es auch. Und so entstehen Menschen, die sehr frei sind und die auch gerade raus sind, aber die Mühe haben, Nähe zuzulassen. Und jetzt ratet ihr mal, wen sich so jemand als Partner sucht. Ja, wir suchen uns auch ganz häufig Partner, die halt irgendwie ins Spiel reinpassen. Jemand, der extrem leistungsorientiert ist, also der gelernt hat, du bist jemand, wenn du leistest. Ja, du bist jemand, wenn du... Sucht sich jemand anderen, der auch so ist. Und dann ist das eine sehr leistungsfähige Beziehung, aber vielleicht eine, wo nicht so viel Nähe da ist. Oder dann hat jemand gelernt, also ich bin jemand, wenn ich gelobt werde. Dann suche ich mir einen Bewunderer. Ich suche mir jemanden, der mich immer bewundert. So, und ihr seht schon, wie unfassbar komplex und wie schwierig es ist, weil wir mit tiefen Unsicherheiten in uns selber zu tun haben. Also wir können über das Thema Beziehung überhaupt nicht sprechen, ohne zu sprechen über das, was in unserem eigenen Herzen vor sich geht. Und deswegen lade ich euch ein, erstmal den Blick drauf zu werfen. Das ist noch nicht voll klar die Antwort auf, woran erkenne ich eine ungesunde Beziehung. Es geht jetzt eine Spur tiefer erstmal. Aber ich möchte erstmal ein Augenmerk legen auf dieses, was heißt es denn selber zu stehen und warum gelingt uns das nicht?
oder was tun wir, was passiert in ungesunden Beziehungen anstelle von diesem Selbststehen? Also ich spreche jetzt, was dieses Selbststehen heißt. Deswegen nochmal die Braun, die ich hier gerade verwendet habe. Dieses Selbststehen hat eine Verbindung oder ist eine Verbindung von zwei Dingen. Das erste nenne ich Selbstachtung. Man könnte auch Selbstliebe sagen, aber das klingt dann ein bisschen nach Egoismus und das meine ich nicht. Selbstachtung. Selbstachtung ist ein gesundes Gefühl für sich selber zu respektieren. Und dann gibt es aber eine zweite Fähigkeit, die mit Selbststand zu tun hat, und das ist die Verantwortungsübernahme. Ich schreibe jetzt erstmal nur Verantwortung hin, aber ich meine damit, dass man die Verantwortung für sich selbst übernimmt. Der Selbststand bedeutet, nochmal kurz umblättern, ich erwarte nicht von dir, dass du mich ständig trägst, sondern ich habe gelernt, dass ich selber eine Verantwortung habe zu stehen und ich will auch stehen, weil ich will leben. Ich habe auch ein Recht zu leben und es ist gut, dass es mich gibt. Ich habe Selbstachtung und ich übernehme Verantwortung dafür. Und wenn das jemand hat, dann weiß er einerseits, was bei ihm abgeht. Heißt nicht notwendigerweise, dass er immer alles tut, wonach man sich fühlt. Das meine ich nicht. Sondern er sagt, okay, ich respektiere, ich würde es am liebsten auf den Putz hauen, aber ich übernehme mal Verantwortung für dieses Gefühl und manage das auf eine gute Weise. So jemand, der selber steht, ist beziehungsfähig. Und keiner von uns ist es immer. Oder keiner von uns ist es total, weil wir ein Stück gebrochen sind. Und ungesunde Beziehungsmuster sind ganz häufig Muster, die sich entweder vor der Selbstachtung drücken oder vor der Verantwortungsübernahme. Also Muster, die entweder sagen, ich bin ja gar nichts. Oder die sagen, ich übernehme keine Verantwortung, es ist dein Ding. Und aus der Weigerung, sich selbst zu achten und der Weigerung, Verantwortung dafür zu übernehmen, entstehen ungesunde Beziehungen. Und ich möchte euch drei Muster davon oder drei Rollen davon vorstellen. Und das eine nennt man das Opfer, das andere nennt man den Retter und den anderen nennt man den Verfolger oder den Peiniger oder den Täter. Ich sage jetzt mal Peiniger. Ja? Und was dann daraus entsteht, das ist manchmal auch ein Dreieck. Also ganze Gemeinden und ganze Gemeinschaften funktionieren aus solchen Konstellationen. Aber ich möchte euch kurz erklären, was es damit auf sich hat. Am leichtesten zu durchschauen, auf den ersten Blick, ist letztendlich das Opfer. Schau mal, die alle, die wollen die Nähe. Ja? Aus Selbstachtung und aus Verantwortung, da kann Nähe entstehen. Ja? Wenn ich selber mich achte, wenn ich Verantwortung übernehme für mein Zeug, dann werde ich fähig für Nähe. Und die Nähe wollen wir alle. Aber jetzt, wie kann ich Nähe herstellen, ohne dass ich mich selber achte und Verantwortung für mein Zeug übernehme? Ja, ganz einfach. Zum Beispiel, indem ich dich beschuldige. Ganz viele dysfunktionale Beziehungsmuster laufen so ab, das ist alles nur deine Schuld. Was eigentlich will ich? Kontakt. Eigentlich will ich, sag mal was. Aber es kommt als Anschuldigung raus. Und die Anschuldigung, die hat so einen großen Vorteil. Die Anschuldigung, die erspart mir, dass ich Verantwortung übernehmen muss. Weil du bist ja schuld. Das ist bequem. Ich möchte euch was vorlesen, was schockierend und lustig zugleich ist, aus einem Buch, das ich zu dem Thema sehr empfehlen kann. Das heißt Sei direkt von Virginia Satir. Du musst ein bisschen aufpassen, das ist sehr lustig. Du willst mich zufriedenstellen und ich will dich zufriedenstellen. Also entscheide du, wohin wir heute essen gehen. Wenn ich entscheide und du nicht zufrieden bist, wirst du mir böse sein und ich werde den ganzen Abend leiden, weil ich dich nicht zufriedengestellt habe. Aber wenn du versuchst, mich zufriedenzustellen und du die Entscheidung triffst und ich nicht zufrieden bin, wenn wir dort sind, wirst wenigstens du zufrieden sein. Wenn ich dann unglücklich darüber bin, wo wir sind oder was wir tun, macht das nichts aus. Denn was mich unglücklich gemacht haben wird, wird nicht meine Entscheidung gewesen sein, es wird deine gewesen sein. Darum wird es deine Schuld gewesen sein und das wird mich zufriedenstellen. Ja? Und jetzt fragen wir uns, woher so viele schwierige Beziehungen in unserem Leben kommen. Ja, kommt dir das irgendwie bekannt vor? Nein, natürlich nicht. Aber ich kenne viele Bekannte, die sind so. Nein, so.
das Opfer, das hat selber nicht so viel Selbstachtung. Und deswegen braucht es ständig Leute, an die es die Verantwortung delegieren kann. Man muss sagen, ja, mein Chef, der war so böse. Und du bist auch so böse. Und eigentlich waren alle waren ganz böse zu mir. Und ich bin so arm und ich kann auch gar nichts dafür. Und was das Opfer damit indirekt macht, ist zu sagen, und du musst jetzt endlich mir mal endlich meine Nähe und meine Selbstachtung und alles zurückgeben. Das ist deine Schuld, wenn du es mir nicht gibst. Jetzt gibt es eine zweite Rolle und die kann man unterschiedlich nennen. Die kann man Retter nennen oder Beschwichtiger oder Schmeichler. Der sagt, oh, komm, komm, aber du bist doch ganz lieb. Du bist doch eigentlich ganz toll. Das ist ganz super und reg dich nicht so auf. Es wird alles wieder gut. Ich tu alles, was du willst, aber hör auf zu schreien. Und was der Beschwichtiger tut oder der Retter tut, ist zu sagen, weißt du was, deine Verantwortung, die übernehme ich. Du hast gar keine Verantwortung. Du bist nämlich ganz arm. Du bist nämlich ganz blöd. Das hört sich ganz, ganz freundlich an, aber es gibt eine Hilfsbereitschaft, die, jemand hat mal gesagt, so lustig, sie sind so lieb zu mir wie eine Mutter zu ihrem schwachsinnigen Sohn. Ja? Ja? Die ganze Gegend war übersät mit Opfern ihrer Hilfsbereitschaft. Ja? Also es gibt ein Helfen und ein ich tue alles, was du willst und so, was die Selbstachtung verliert und was den anderen von der Verantwortung dispensiert. Und das Problem ist, die stützen sich gegenseitig. Das Opfer, das wird immer noch ärmer und hat immer noch böser und der hält es bei sich selber nicht aus, weißt du? Der hat selber auch keinen Selbststand. Und findet deswegen alle Bestätigung und alles, was er ist, ständig auf der Suche nach irgendjemandem, den man jetzt retten kann. Weil wenn ich gerade niemanden finde, den ich retten oder trösten kann, Leute haben manchmal ein magisches Gefühl davor, wo die eine Person ist, der schlecht geht, dann weiß ich ja gar nicht mehr, wohin mit mir, weil ich bin ja gar nichts. Ich hab ja diesen Selbststand nicht. Und wenn du lang genug gegen deine Selbstachtung handelst, dann wirst du irgendwann sehr, 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 sehr zornig. Es gibt viele Helfer und Retter, die jahrelang ganz, ganz lieb sind. Lieb sind, immer helfen. Und tief drin sind sie sehr wütend, weil es nicht aus einer gesättigten, tiefen, ruhigen Liebe entstand. Hier ist ja viel Helfen. Das ist ja gar nicht das Problem. Hier ist viel Geben und Nehmen. Aber es ist was auch mit Wahrheit und Freiheit. Und das erspart dem anderen auch nicht die Wahrheit. Der Retter sagt, die Wahrheit kann ich dir nicht zumuten. Du bist so arm, dich muss ich aus lauter Liebe anlügen. Ja? Und bitte, bitte, auch bitte hör auf zu schreien, weil ohne deine Freundschaft, da bin ich auch nichts. Da bin ich nichts. Ich werde dich immer trösten und ich werde dich immer umschmeicheln. Ja? Und das hat was Unwahrhaftiges. Lass uns kurz über dieses Selbstachtung-Thema. Ich habe eine erste These über ungesunde Beziehungen. Eine ungesunde Beziehung ist eine, wo du deine, zum Beispiel eine, wo du deine Selbstachtung verlierst. Wir Menschen haben eine Würde von Gott, die ist sehr, sehr tief. Und Jesus wäscht die Füße, Johannes 14, aber einen Vers, bevor er die Füße wäscht, steht, Jesus, der wusste, dass er vom Vater gekommen war und zum Vater zurückging, stand auf und wusch die Füße. Das heißt, christliches Dienen und christliches Helfen ist nicht ein, ich mache mich zum Hund, nur dass du endlich Ruhe gibst, sondern es ist was, ich weiß, wer ich bin und aus dieser Würde heraus habe ich gar kein Problem, mich sehr tief für dich zu beugen. Aber an anderer Stelle auch die Wahrheit zu sagen und auch meine Grenzen zu kennen und meine Grenzen zu achten, auch die Grenzen des anderen zu achten. Ist ganz gefährlich, vor lauter Sehnsucht nach Nähe die Selbstachtung zu verlieren. Ja? Okay, ich sage nicht wirklich, was ich meine, weil wenn ich wirklich sagen würde, was ich meine, dann geht der andere hoch. Und wenn du das jahrelang tust, dann ist es nicht mehr wahrhaftig. Es gibt so viele Menschen, die aus lauter Angst, die Nähe zu verlieren, Dinge tun, die sie nicht tun wollen. Und deswegen, wenn du dir gerade die Frage stellst, ist es eine ungute Beziehung, in der ich bin, darf ich dich fragen, tust du Dinge, die ja eigentlich gar nicht zu dir passen in dieser Beziehung?
Tust du Dinge, die deinen eigenen Werten widersprechen, wo du dich gar nicht wirklich gut dabei fühlst, nur weil du glaubst, du musst den anderen retten? Ich habe eine ganz schlechte Nachricht für dich. Du kannst im Letzten einen anderen Menschen nur überhaupt fast gar nicht verändern und retten. In der Regel sind unsere Versuche, einen Menschen zu verändern, sehr destruktiv. Das Einzige, was Menschen verändert, ist die Annahme und Liebe. Und wenn sie dann für sich selber lernen, Verantwortung zu übernehmen für sich, ist ein Trugschluss, dass du jemanden erlösen kannst. Auch bist du ein Mensch, der einfach alles mit sich machen lässt und nie einsteht für sich und meint, das sei christliche Nächstenliebe. Das ist es nicht. Das ist ein Rettersyndrom, das Selbstachtung verleugnet. Das entspricht nicht der christlichen Nächstenliebe. Und schließlich, natürlich, was ist das Tragische zwischen Retter und Opfer und Peiniger? Der Peiniger ist einer, zu dem komme ich gleich zu sprechen, das ist einer, der sich ständig jemand sucht, den er fertig machen kann. Der hat auch keine Selbstachtung. Aber er fühlt sich wenigstens gut dabei, jemand anderen zu finden, der noch weniger Selbstachtung hat. Und natürlich, was ist das Tragische? Das Tragische ist, dass eine Sache da nie stattfindet. Und das ist die Nähe. Und natürlich, nächstes Kennzeichen einer ungesunden Beziehung ist, eine ungesunde Beziehung ist eine, wo Nähe nicht möglich ist. Wo vielleicht viel geredet wird und alles Mögliche, aber nicht eine Herzensnähe entsteht. Und ich möchte euch ein paar Kennzeichen jetzt mal nennen von Kommunikation, die ohne Nähe funktioniert. Und ich nenne diese Art von Kommunikation giftige Kommunikation. Denn wir Menschen funktionieren nicht gut ohne Nähe. Wir sind nicht dafür gemacht, nur auf einer ganz nüchternen, rationalen Ebene, wir Männer glauben das oft, aber es ist nicht so, zu leben. Wir sind alle Beziehungswesen und nichts geht so tief, wie wenn in einer Beziehung was nicht gut läuft. Also lass uns mal anschauen, nur dass ihr den Zusammenhang nochmal erkennt. Wir haben erst geschaut, wie sieht eine heile Beziehung aus? Wir haben gesehen, es hat was mit Selbststehen zu tun. Dann haben wir gesagt, worin besteht dieser Selbststand? Wir haben geschaut, es hat was mit Selbstachtung und Verantwortung zu tun. Und wenn das ausfällt, entstehen solche so ungesunde Muster. Und jetzt wollen wir mal anschauen, woran erkennt man solche ungesunden Muster? Zum Beispiel jetzt in Kommunikationssituationen. Also wenn man miteinander redet, die beiden kommen von der Arbeit oder sind am Abend zu Hause. Wenn Menschen miteinander reden, dann gibt es so drei Ebenen. Ich schreibe die mal so hin. Und das eine ist das Ich, das andere ist das Du und das dritte ist das Es. Das heißt, ein gesundes Gespräch ist bei allem. Das gesunde Gespräch ist, hey, ich bin gerade bei mir, ich weiß, wie es mir geht, ich weiß, was meine Vorstellungen sind. Zweitens, ich bin voll bei dir, ich weiß, wie es dir geht, ich höre zu, ich bin offen für dich und wir sprechen auch über ein Thema oder wir können über ein Thema sprechen. So, in einer gesunden Kommunikation kommt das alles vor. Und jetzt schauen wir uns mal ungesunde Stile an. Die haben alle auch ein bisschen mit diesem Opferretter und so weiter zu tun. Das erste haben wir schon angeschaut, mit diesem Opfer. Ein Teil von giftiger Kommunikation ist Vorwürfe machen. Ja, Vorwürfe machen. Du bist schuld an allen. Das ist alles nur deine Schuld. Also das ist eine Kommunikation, die nur im Du ist. So, ich hab damit gar nichts zu tun. Ja, das bist du, nur weil du den neuen Job hast und nur weil du eigentlich eifersüchtig bist und nur weil du immer so spät heimkommst und so. Und dadurch wird Nähe vermieden, selbstverständlich. Dann gibt es auch einen anderen Teil, darin sind die Opfer auch ganz gut. Und das ist das, es hat alles nur mit mir zu tun. Es war alles meine Schuld. Es liegt alles nur daran, weil mich keiner mag und weil ich alles falsch mache und das ist Selbstmitleid. Das ist ganz interessant. Manchmal kann man auch von Vorwürfe zu Selbstmitleid in einer Sekunde springen. Alles, du bist schuld. Ja, aber ich weiß, ich bin ja schuld. Ich weiß, ich bin der Allerletzte und keiner mag mich und ich bin der Schlimmste von allen. Ich bin der Schlechteste von allen. Und das Tragische ist hier, das ist dann eine Kommunikation, die nur noch bei mir ist. Dreht sich alles nur um mich und ich bin schuld und ich bin der Schlechteste von allen und keiner mag mich und die Welt hat sich gegen mich
verschworen. Jetzt gibt es eine noch viel subtilere, also weniger offensichtliche, giftige Kommunikation. Und das ist das Beschwichtigen. Das Beschwichtigen, da gibt es mehrere Formen. Da gibt es auch zum Beispiel das Umschwärmen, das Umschmeicheln, das Geld. Ja, aber ich habe dich immer noch lieb. Gell? Und das ist auch so eine Kommunikation, die geht so ganz auf im Du. Ich will gar nicht über mich reden, ich will auch gar nicht über dich reden, auch nicht über das Problem. Gott, mein armer Schatz, es wird alles wieder gut. Auch das müssen manche Kinder lernen, um zu überleben, im Ernst. Wenn zu Hause die Hölle los ist, die lernen irgendwann, wenn ich lang genug um die Mama rumtänzel oder sowas, dann beruhigt es sich wieder. Und das ist eine Kommunikation, wo aber das Ich nie vorkommt, wo das Kind nie lernt oder der Erwachsene später nie lernt, auch einzustehen für die eigene Verantwortung, die eigenen Gefühle und auch nicht für das reale Problem. Ach, über das Problem wollen wir nicht reden. Geil, ist alles wieder gut. Ganz ähnlich, und dafür sind wir Männer also extrem berühmt, das ist das Wegerklären. Kennt ihr das? Wegerklären. Da gibt es auch ganz viele Spielarten davon. Eine Spielart ist das Theoretisieren. Ja, das sagt der eine, weil ich habe oft Kopfschmerzen. Sagt, ja, ich habe da neulich ein interessantes Artikel drüber gelesen, das solltest du auch mal lesen. Rein statistisch kommt das nämlich in deinem Alter besonders oft vor. Und so. Ja? Oder das Wegerklären, das ist so, ich höre gar nicht wirklich hin, was von dir kommt, sondern ich springe nur auf die Sache. Und auch das ist eine Vermeidung, selbstverständlich ist eine Vermeidung von Nähe. Also all diese Formen sind ein Ausweichen vor Nähe. Nähe. Und das ist ganz tragisch, weil wir ja die Nähe eigentlich suchen und gleichzeitig auch nicht. Weil, schau, es heißt über Jesus an einer Stelle, Jesus ist nicht Ja und Nein zugleich. Und das Problem ist, menschliche Liebe ist schon oft Ja und Nein zugleich. Und so kommst du in so Konflikte schon als Kind. Ich will eigentlich Nähe, aber dafür müsste ich mich verstellen. Bevor ich mich verstelle, lieber keine Nähe. Ich hätte gern, dass er mich mal in den Arm nimmt, aber bevor ich dafür bitte und mich zum Depp mache und betteln muss, dann lieber nicht. Dann bin ich wieder, mache ich lieber Vorwürfe. Es ist ganz, ganz komplex, was in uns abläuft, oft verschiedene Motive untereinander vermischt. Ja? Das Wegerklären ist ein Ausweichen vor der Nähe. Was vielleicht als Mann, ja, vielleicht bist du ein Vater und was du eigentlich sagen möchtest, ist, lieber Sohn, ich mache mir Sorgen um dich. Aber das schaffst du nicht, weil Nähe ist schwierig, du hast das schon gelernt, wo Nähe ist uncool, ist verletzlich oder das ist einfach nicht, du kannst es nicht. Und dann kommst du in so ein Theoretisieren und sagst so, ja, du solltest aber mal die Statistik lesen, es passieren doch recht viele Unfälle jetzt. Und wir bleiben nur auf der Es-Ebene. Und es kommt uns nicht über Lippen zu sagen, ich mache mir Sorgen um dich und du bist mir kostbar. Das ist erstaunlich, oder? Jeder sehnt sich nach Liebe, jeder sehnt sich nach Nähe. Und wir machen es oft einander so schwer, weil wir verkorkst sind an vielen Stellen. Das Theoretisieren, das Wegerklären oder ganz toll, das Kleinreden ist auch super. Das Kleinreden, das ist so, ja, so schlimm wird es ja nicht gewesen sein. Ja, ein bisschen Halsweh hat jeder schon mal gehabt. Und was das Kleinreden ist, das ist so eine Ich-Es-Ebene. Die sagt, ja, das kenne ich, da war ich ja auch schon mal. Aber die blendet es du aus, weil es kann ja sein, dass es für dich komplett anders ist als für mich. Kennst du solche Gespräche? Ja, wo jemand dir tolle Theorien erklärt, aber das ist nur seine Theorie, die funktioniert halt für ihn und für das, was er weiß und seine Erfahrung. Und es ist gar keine Nähe. Und schließlich gibt es auch noch eine Kommunikationsform, die streicht das alles durch. Die sagt, das ist alles problematisch und ich bock einfach. Ich schalte auf stur, ich sag gar nichts mehr. Oder ich brech das Gespräch ab. Oder ich mache einen Kasperl. Komm, wir schauen einen Film an.
Ich erzähle dir irgendwas, was gar nichts damit zu tun hat. Ich labere dich voll mit was Belanglosem. Aber ich will nicht über mich reden, auch nicht über dich, auch nicht über das Problem. Ich nenne diese Strategie Abschalten. Auch das lernen manche ganz früh. Du hast dann aber den Eindruck, du kommst an den Menschen nie ran. Und auch hier entsteht nie Nähe. Schau mal, was entsteht stattdessen? Was entsteht über Vorwürfe? Was entsteht über Beschwichtigen? Wenn Selbstachtung und Verantwortung Nähe hervorbringt, was bringt hervor Opferretter und Peiniger und was treibt Opferretter und Peiniger letztendlich an? Schau, in uns gibt es einen Wunsch nach Nähe und in uns gibt es viel Angst. Und deswegen schleicht sich was ein. Und das, was sich einschleicht, nennt man Kontrolle oder Manipulation. Also ich muss ein bisschen an dir drehen, dass ich das kriege, was ich so dringend brauche. Und das sieht je nach Strategie und je nach Muster unterschiedlich aus. Zum Beispiel, ja, wenn ich dich lang genug umgarne und umschmeichle, dann tust du am Schluss das, was ich will, und dann passt. Ist zwar nicht ganz wahrhaftig, aber ist eine nette Weise der Manipulation. Oder, weißt du was? Ich helfe dir so viel, du kannst mich überhaupt nicht verlassen, weil ohne mich würdest du es nie schaffen. Wer wäscht dir denn dann die Wäsche? Wer gibt dir denn eine gute? Das glaubst du, dass du alleine kannst. Du wirst dich noch wundern. Ich bin ja nur da, um zu helfen. Und was es letztendlich ist, ist, ich muss dich klein halten, ich muss dich zu kontrollieren, weil ich so Angst habe, wenn du frei wärst, dann kannst du mich nicht mehr lieben. Und deswegen brauche ich Kontrolle. Kontrolle ist das Gegenteil von Freiheit. Und ganz kurz, ich blätter hier nochmal ganz kurz um. Gesunde Beziehung lebt ja von Freiheit und Wahrheit. Aber damit tun wir uns schwer. Wir misstrauen dem, weil wir hier schon keinen Selbststand haben und das von Gott nicht haben. Deswegen glauben wir, wenn du wirklich frei wärst, dann wirst du mich nicht mehr lieben. Und deswegen muss ich dich im Spiel halten. Entweder indem ich dich ständig beschenke und umschmeichle und happy mache, oder indem ich dir ständig zeige, wie sehr, wie dringend du mich brauchst. Oder auch Peiniger, indem ich dir ständig zeige, wie unterlegen du mir bist. Dass du nur weißt, eigentlich bist du gar nichts. Oder Opfer, indem ich ihm immer zeige, wie gemein du schon zu mir warst und alle Welt auch. Und jetzt willst du mich auch noch verlassen. Ja, ich weiß, dass du mich verlassen willst. Du liebst mich nämlich nicht. Ja, wisst ihr, was es ist? Es ist, ich piekst dich, dass du ja dich verpflichtet fühlst, mich sehr, sehr lieb zu haben. Weil wenn ich auf den Schalter nicht mehr drücken würde, ja, freiwillig bin ich ja nicht liebenswert. Weil Selbstachtung habe ich ja nicht. Und es ist so tragisch, dass Kontrolle immer, egal wo sie auftaucht, auch in Erziehung übrigens, wenn dich das Thema interessiert, letztes Jahr eine Serie gemacht, die heißt Eltern nach dem Herzen Gottes. Da geht es um ganz ähnliche Themen, aber nur in der Kindererziehung. Und das Tragische ist, dass Kontrolle und Manipulation immer das Gegenteil hervorbringt. Kein Mensch will sich manipulieren lassen. Wer hat denn Lust, sich manipulieren zu lassen? Und deswegen, es kann höchstens sein, dass jemand duckmäuserisch dir was vorspielt, aber die Nähe geht immer kaputt. Du kannst doch nicht Nähe zu jemandem aufrechterhalten, der dich ständig kontrollieren will. Und deswegen ist es ein verzweifeltes Rad, das leer dreht. Es ist ein sehr unseliges Leben, weil es getriggert ist, weil es getrieben ist von Kontrolle. Und Kontrolle wiederum ist getrieben von Angst. Von der Angst, ich habe ja nichts, ich bin ja nichts. Und wenn ich dich auch noch verliere, dann habe ich gar nichts mehr. Das Problem ist, dass Angst und Kontrolle und Nähe und Liebe sich ausschließen. Im Johannesbrief heißt es, Furcht gibt es nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht vollendet. 1. Korinther 4, 18. Stimmt ja nicht. Furcht ist keine in der Liebe. Also Liebe und aus Kontrolle und Furcht zu navigieren, das sind halt zwei Muster.
ich muss euch jetzt noch eine Stufe tiefer ins Verderben führen oder noch zeigen, wie das weiterlaufen kann, bevor wir dann anblicken können, okay, wie kommen wir raus aus dieser ganzen Geschichte? Von Furcht getrieben. In dieser grundsätzlichen Unsicherheit, wer bin ich und woher bekomme ich Liebe und Annahme, fangen wir an, komische Muster zu machen. Schau, es gibt immer einen gesunden Umgang mit einem Bedürfnis und einen ungesunden. Und den ungesunden nennt man meistens Sucht. Ich mache ein Beispiel. Du hast ein gesundes Bedürfnis nach Essen. Wenn du nicht gesund damit umgehen kannst, wirst du dich vollfressen oder gar nichts mehr essen oder irgendwie suchthaft damit umgehen. Du hast ein gesundes Bedürfnis nach Ruhe. Wenn du nicht lernst, irgendwie auf gesunde Weise zur Ruhe zu kommen, dann musst du dir irgendwas einwerfen, dass du runterkommen kannst. Du hast ein gesundes Bedürfnis nach Nähe und Intimität. Wenn du nicht gelernt hast oder das irgendwie nicht gesund stillst, wirst du nach ungesunden Wegen, Pornografie oder irgendwas suchen. Und das Problem ist, solche Ersatzstoffe machen fast immer abhängig. Das bedeutet, du verlierst deine Freiheit. Und eine ganze Klasse von ungesunden Beziehungen sind Abhängigkeitsbeziehungen. Das ist nicht alle, es gibt auch ungesunde Beziehungen, die nicht abhängig sind, aber es sind sehr, sehr viele, wo ungesunde Beziehungen Abhängigkeitsbeziehungen sind. Und weil das so häufig ist, möchte ich euch ein paar Kennzeichen dazu geben. Abhängigkeitsbeziehung. Denn auch die, wie ich bei der Einleitung gesagt habe, auch die kann sich gut anfühlen. Also es ist nicht so, dass du eines Morgens aufwachst und merkst, das ist alles ganz böse und sowas. Das menschliche Herz sehnt sich nach Nähe. Aber nicht überall, wo wir sie finden, ist es auch wirklich in Wahrheit, in Freiheit und es ist auch gut. Ich mache euch ein paar Kennzeichen für Abhängigkeitsbeziehungen. Und zwar können das tatsächlich erotische Beziehungen sein, aber es können auch Freundschaften sein. Es können sogar manchmal verwandtschaftliche Beziehungen sein ab einem gewissen Alter. Einfach ein Kennzeichen. Erstes Kennzeichen, wie bei einem Süchtigen. Das Süchtige denkt den ganzen Tag nur an seinen Stoff und wie er an ihn kommt. Eine Abhängigkeitsbeziehung ist eine, wo du nur noch dafür lebst, du denkst an nichts anderes. Das bedeutet nicht wörtlich, dass du an nichts anderes denkst. Aber es ist so, wenn du eine Entscheidung treffen willst, ist die erste Überlegung, was wird er dazu sagen? Oder was hieße das für diese Beziehung? Wenn es dir schlecht geht, ist das das Erste, wo du denkst, aber zum Glück habe ich ja noch Punkt, Punkt, Punkt. Also es hat eine extreme Präsenz in den Gedanken. Und kann auch sein, dass es nur für den anderen so ist. Und du kannst dich mal fragen, der, mit dem du gerade zusammen bist, oder dein Freund, dein Partner, hat der überhaupt noch ein Leben außerhalb von dir? Oder dreht dem sein ganzes Leben oder der ihr sein ganzes Leben nur noch um dich? Wenn es so ist, ist es schon mal ein nicht ungefährliches Zeichen. Einen sehr deutlichen Ausdruck hat dieses Prinzip in dem bekannten Satz: Ich kann nicht leben ohne. So, es gibt ein paar Sachen, ohne die kann man wirklich nicht leben, aber das sind echt wenige, so Luft zum Beispiel und Wasser. Ne, woran erkennst du, ob du von was süchtig bist? In diesem Satz. Ja? Ob du gerne mal ein Bier trinkst oder ob du Alkoholiker bist, erkennst du daran, kannst du auch mal ohne. Nicht so schwer, das rauszufinden. Und genauso ist dieses Ding, dieses Dogma, wenn du mich verlässt, bringe ich mich um. Also sorry, wenn das jemand zu dir sagt, das ist schon ein guter Grund, ihn zu verlassen. Also sorry, weil das ist nichts anderes als Kontrolle in Reinform, als Manipulation in Reinform. Du musst mich retten, ja, weil das ist total schlecht. Und ich bringe mich um, wenn du mich verlässt. Das ist das Gegenteil von Freiheit. Ich kann nicht leben ohne, du kannst ohne jeden anderen Menschen leben. Es ist ein unglaubliches Geschenk, dass du es nicht musst. Es ist wunderbar, eine Ehe, eine glückliche Familie, Eltern zu haben, Kinder zu haben. Aber im Letzten wirst du eines Tages alleine sterben. Also das heißt, es kann jemand dabei sein, aber durch dieses Tor wirst du alleine gehen müssen. Im Letzten ist deine Lebensessenz nicht in einem anderen Menschen. Klassischerweise, was eine Abhängigkeitsbeziehung hat, ist, sie kreist um sich.
Das ist ganz interessant. Eine gesunde Beziehung, die Liebenszeit mit sich zu verbringen, aber nicht immer und nicht nur. Sondern dann gibt es auch noch eine Welt. Da gibt es auch Leben. So, wir beide lieben uns. Und jetzt können wir aus dieser Liebe heraus überfließen. Liebe fließt über. Wir können ja, zum Beispiel, fruchtbar sein zum Beispiel, uns öffnen für neues Leben, aber auch öffnen für Reich Gottes, für etwas zu tun in der Welt, auch für andere Menschen. Zwei, die immer nur zusammenhängen, wo nie jemand dazwischen darf. Ja, also ich fühle mich ganz bedroht, wenn du noch andere Freunde hast außer mir oder sowas. Dann ist es das ist gefährlich. Ist ein komisches Zeichen. Jetzt, ich habe gesagt, aus einer gesunden Beziehung fließt Leben, fließt Energie. Eine ungesunde Beziehung erkennst du daran und eine Abhängigkeitsbeziehung erkennst du meistens daran, sie kostet beiden Kraft. Das ist echt lustig. Oder allen Beteiligten Kraft. Beide wollen auf gar keinen Fall aufhören und sagen, ich sterbe ohne dich. Und die Wahrheit ist, nein, du stirbst wegen ihr oder wegen ihm. Wie bei einer Droge. Ich kann nicht leben ohne Heroin. Nein, das ist falsch. Das Heroin bringt dich um. Das ist, was eine Sucht tut. Das ist interessant, oder? Das heißt, es gibt manchmal Menschen, er ist gut drauf, sie ist gut drauf. Dann finden sie sich und ab sofort ging es ihnen nur noch schlecht. Und dann sagst du ihnen, hey, ist es vielleicht komisch mit euch beiden? Hey, wage es nicht, unsere Beziehung zu kritisieren. Wir lieben uns. Brauchen zwar nur noch rund um die Uhr Therapie und Seelsorge, aber sonst ist alles toll. Also, man kann auch mal, es geht auch mal schlecht und sehr viele Leute brauchen mal Therapie und Seelsorge, ich auch, das ist wunderbar. Aber wenn eine Beziehung nur was ist, wo beide Leute einzahlen, und eigentlich geht es beiden immer noch schlechter, dann kann es sehr gut sein, dass es von Anfang an sowas ist und überhaupt nichts Gesundes ist. Eine Abhängigkeitsbeziehung verhindert Wachstum und zwar in verschiedener Weise. Schau mal her, eine Sucht will immer sich stabilisieren. Das heißt, ich brauche unbedingt jeden Tag meine Dosis. Stell dir vor, einer von diesen beiden sagt, ich habe den Eindruck, der Herr ruft mich in was Neues. Gott hat was Neues für mich vor. Das wäre die nächste Entwicklungsstufe. Dann wird der andere unbedingt sagen, nein, das wird ihr in unsere Beziehung ein Problem bringen und deswegen will ich das auf keinen Fall. Ihr Lieben, ich muss das echt deutlich sagen, es gibt viele Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Eltern und erwachsenen Kindern. Und sie verhindern, dass diese jungen Erwachsenen in ihr Potenzial kommen, offen sind für eine Beziehung oder in ihre Berufung hineinkommen, weil eins der Elternteile so abhängig ist. Ich möchte nachher gleich noch was über diese Ablösung vom Elternhaus mehr sagen. Das ist nämlich etwas, was in unserer heutigen Kultur besonders schlecht funktioniert. Eine Abhängigkeitsbeziehung überschreitet Grenzen. Das bedeutet, das lässt sich nicht an einem Punkt fassen, aber du, wenn es nicht gesund ist, entsteht eine Nähe, die verschmelzend ist. Und es ist interessant, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Dreifaltigkeit ist eine Einheit, aber es ist unvermischt. Jesus verflüssigt sich nicht und wird dann auf einmal zum Vater oder so. Nein, eine echte Beziehung verschmilzt auch nicht. Und Abhängigkeitsbeziehungen verschmelzen. Und das Interessante ist, eine Abhängigkeitsbeziehung ist im Letzten, dass du einen Mensch zu deinem Gott machst. Ja, im Letzten ist eine Abhängigkeitsbeziehung das, weil das nach oben, weil du nicht gesättigt bist in dem. Hey, und niemand von uns ist es voll. Deswegen ist niemand von uns frei vor all diesen Fallen. Aber dass schleichend jemand anderer deine Hauptquelle wird. Und interessanterweise, immer wenn irgendwas anderes als Gott die Hauptquelle wird, dann führt das zu einer Störung der Beziehung zu Gott. Und diese Störung nennt man Sünde. Eine Abhängigkeitsbeziehung führt erstaunlicherweise früher oder später zu Sünde, klassischerweise zunächst zur Lüge. Du merkst eigentlich, vielleicht ist es doch ein bisschen zu nah, vielleicht ist es doch nicht ganz gut. Aber um das zu rechtfertigen, musst du irgendeine Story drumherum erzählen. Ja? Oder du verbrüderst dich so eng und dann kommen andere und verstehen das nicht. Und dann redest du schlecht über die. Ja, die verstehen es ja nicht. Und es gibt ganze Verschwörungen, beste Freundinnen.
wo Beziehungen fast nur auf Lästern gebaut ist. Und die innere Dynamik ist die Welt ist alle böse, nur wir zwei. Die heilige Verschwörung. Und es ist aber eine Bindung im Bösen. Es gibt Beziehungen, die sich gegenseitig bestärken im Bösen. Natürlich, eine Abhängigkeitsbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau wird die sexuelle Grenze irgendwann erreichen. Mit der Gefahr der Sünde. Übrigens, das ist tatsächlich eines der Hauptgründe, warum Christen Ehebruch betreiben. Also das ist eines der wirklich tragischen Geschichten, aber du hast, es gibt ganze Bücher drüber. Es ist nicht so, dass einer eines Morgens aufwacht und sagt, weißt du was, heute gehe ich mal mit dem anderen Kerl ins Bett und nicht mit meinem Mann, sondern es ist ein Raum von Freundschaft, wo aber eine Dynamik reinkommt, die nicht mehr ganz gut ist. Und irgendwann spürt man es, aber der normale Drive ist, dass es irgendwann zur Sünde führt. Nun, das ist alles nicht unheilbar, aber das menschliche Herz ist so sehr auf der Suche nach Nähe und es hört auch nicht deswegen auf, weil du jetzt verheiratet bist oder weil du dich, weiß ich nicht, für ein zölibatäres Leben entschlossen hast oder gerade keine Beziehung hast. Unser Herz ist trügerisch und nicht immer merkt man es gleich. Aber das sind so Kennzeichen, wenn du auf einmal merkst, wie soll ich sagen, in dieser Beziehung ist nicht mehr so Wahrheit und Freiheit. Eine gesunde Beziehung sagt, hey, wenn du ein Jahr ins Ausland gehst, dann gehst du ein Jahr ins Ausland. Eine Abhängigkeitsbeziehung ist, tu mir das ja nicht an, ich würde sterben. Und auch Freundschaften können so sein. Und das ist ein Alarmzeichen, wenn du dem unbedarft Raum gibst und sagst, der Herr hat uns diese Freundschaft geschenkt, wirst du in Sünde fallen, früher oder später. Also höchstwahrscheinlich. Schließlich ist eine Abhängigkeitsbeziehung kann eine reine Seelenbindung sein. Muss keine körperliche Komponente haben. Die Männer täuschen sich da besonders leicht. Die sagen, da war ja gar nichts körperlich. Frauen sind da oft sensibler dafür. Nicht nur unser Körper hat die Fähigkeit, sich zu binden. Der natürlich auch, wenn du dich körperlich jemandem schenkst. Aber auch deine Seele hat die Fähigkeit. Und das haben wir oft weniger stark im Blick einfach. Schließlich eine Abhängigkeitsbeziehung, für die gibt es genau eine Heilung und keine andere. Und das ist eine Trennung. Und diese Trennung ist immer extrem schmerzhaft, weil jede Sucht aufzuhören extrem schmerzhaft ist, aber extrem heilsam und extrem lebensspendend. Muss das eine Trennung für immer sein? Ist ein Riesenthema. Hängt davon ab, wie tief es ging, wie viel Mist passiert ist, was genau los war. Nicht immer muss es eine Trennung für immer sein, aber es ist eine substanzielle Trennung. Also nicht, wir schreiben uns jetzt mal eine Woche keine SMS. Also eher ein Jahr oder so. Also in der Regel brauchst du auch Hilfe mit jemand, der mit dir durch sowas durchgeht. Wenn es eine erotische Beziehung ist und es eine Abhängigkeitsbeziehung und es eine ungesunde Beziehung, wirst du einen kompletten Cut brauchen über lange Zeit hinweg. Also nicht irgendwie 3 Wochen und dann stürzt dich in die nächste Beziehung. Das ist nicht gesund. Du wirst das eine ins andere hineintragen. Braucht Trennung. Das ist eine Trennung vor Gott. Du bringst es ins Licht und dann kann man nach und nach oder kann man irgendwann wieder schauen, okay, bin ich jetzt wieder fähig zu einer normalen Freundschaft oder bin ich wieder fähig zu einer Beziehung oder nicht. Jetzt, ich habe vorher was gesagt über diese Ablösungsthematik. Wir leben in einer Welt, in der es unglaublich leicht ist, Beziehungen aufzubauen. Du musst nur einen Swipe machen bei Tinder und schon bist du in Kontakt mit jemandem. Oder du musst irgendjemanden auf Facebook oder schreibst jemandem ein SMS, schickst jemandem ein Foto von dir, ein Mail, rufst jemanden an. Es ist so unglaublich leicht, Kontakt aufzubauen. Und wir haben aber wenig Wissen, dass es manchmal auch wichtig ist, Kontakt abzubrechen. Und es ist interessant. Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube wirklich, einer der Hauptgründe, warum Menschen in komische Beziehungen schlittern oder gar nicht heil werden in Beziehungen, ist, dass viele Menschen eine gesunde Ablösung von ihrem Elternhaus nie vollzogen haben. Und das nimmt zu. Weißt du, warum das zunimmt? Ich zeige dir erstmal, wie das biblische Modell letztendlich ist. Im jüdischen Glauben wird der Junge, wenn er 12 ist, ein Bar Mitzwa. Das bedeutet, er wird als geistlich selbstständiger Mann
betrachtet. Und ihr dürft nicht vergessen, was im Leben Jesu in den Evangelien berichtet ist. Ist aber weit nicht alles. Da stand nicht drin, was er zum Abendessen immer gegessen hat. Das, was berichtet ist, ist aus einem Grund berichtet. Und eine Stelle ist relativ markant, nämlich das ist die Geschichte mit dem 12-jährigen Jesus im Tempel. Jesus bleibt dann nämlich einfach mal ein paar Tage im Haus seines Vaters und als seine, also im Haus Gottes, und als seine Eltern extrem besorgt sind, kommt das hier. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen und seine Mutter sagte zu dem Kind: Wie konntest du uns das antun? Das ist echter Schmerz. Dein Vater und ich haben dich voll Angst gesucht. Das ist schon eine harte Nummer. Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Ihr Lieben, eine Pubertätskrise ist wichtig. Es ist wichtig, dass ein Kind lernt: So, jetzt bin ich mein eigenes und ich übernehme vielleicht nicht alles von meinen Eltern. Da haben fromme Eltern oft große Mühe damit: Oh, mein Kind fällt vom Glauben ab und macht viel Sünde. Du kannst nicht kleine Christen heranerziehen. Es gibt nur freie Kinder Gottes und die Entscheidung muss letztendlich jeder selber treffen. Das bedeutet aber, dass jemand für sich selber das nochmal klären muss. Und wenn du deinem Kind das nicht zumuten möchtest, dann entlässt du es wahrscheinlich nicht in Freiheit, sondern versuchst es insgeheim weiterzubinden und zu kontrollieren. Und das bringt entweder Rebellen hervor, also welche, die ausbrechen und gar keine Nähe mehr zu dir wollen, oder Duckmäuser, die sich verbiegen. Jesus muss mit 12 diesen Schritt, Jesus hatte wunderbare Eltern, ist nicht, dass er ausbrechen muss aus einem dysfunktionalen Elternhaus, garantiert nicht. Aber Jesus sagt: Ich bin jetzt 12, ich muss Verantwortung übernehmen für meinen eigenen Stand mit Gott. Und das, ihr Lieben, musst du auch lernen, das müssen wir alle lernen. Das musst du erlernen, egal ob du zu einem dieser Muster neigst oder ob du gerade ausgebrochen bist oder ausbrechen musst aus einer Abhängigkeitsbeziehung. Und hier kann ich leider wirklich nur noch Andeutungen machen, weil es so große Themen sind. Ich habe euch viele Beispiele gezeigt für ungesunde Beziehungen. Du kannst im Internet auch nachgoogeln, Kennzeichen einer ungesunden Beziehung. Du findest viele Listen, die laufen auf so Sachen raus wie: Hast du nach dem Gespräch mit ihm oder ihr Ärger und Hass im Bauch? Verlierst du dich selbst, um diese Person zu halten? Tust du Dinge, die eigentlich gar nicht zu dir passen, nur um bei ihm zu sein? Die Lösung von alledem ist immer die, dass du lernst, für dich selber aus der Liebe Gottes zu leben. Auch hier wieder gilt: Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Ist interessant, die Bibel spricht ja viel über die Liebe und dass die Liebe wichtig ist. Sie sagt das aber im Neuen Testament zumindest immer mit einer interessanten Wendung. Im Galaterbrief zum Beispiel wird sogar gesagt, dass das ganze Gesetz in einem Wort zusammengefasst ist: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dieses "wie dich selbst" ist interessant. Hier ist tatsächlich ein Auftrag, sich selbst auch zu lieben. Ich möchte abschließend, und das ist letztendlich der wichtigste Teil, aber ich kann ihn nur noch anreißen, abschließend diese Dynamik hier nochmal genauer betrachten mit diesem Herz und wie diese Liebe Gottes zu uns kommt. Das ist nämlich einerseits ganz einfach und dann nicht so einfach. Es ist einerseits ganz einfach, weil die Liebe Gottes frei und unverdient und für jeden von uns da ist. Die musst du dir nicht verdienen und die ist unglaublich groß. Jetzt kommt das Aber. Aber du hast auch eine Verantwortung für dich. Und die nimmt Gott dir nicht ab. Das ist interessant, wie ich als liebender Vater mein Kind nicht dahingehend erziehe, dass mein Kind abhängig nur von mir ist und nie Verantwortung übernimmt. Nein, irgendwann mit 12 spätestens will ich, dass mein Kind nicht mehr von mir gewickelt wird. Ja, zum Beispiel. Sondern selber lernt, Verantwortung zu übernehmen. Und so ist Gottes Liebe auch. Schau mal her, ich male hier mal einen Kreis. Und das ist der Kreis der Selbstwahrnehmung. Deswegen ist der rosa. Rosa ist Nähe. Gott mutet dir zu,
dass du selber wahrnimmst, was bei dir gerade ist. Gott liebt dich, aber hier drin, in deinem ganzen Lebenspaket, da gibt es einen. Und das ist der Kapitän. Das ist der Teamchef. Und der ist verantwortlich für alles, was da läuft. Für alles, was da in dir gibt. Weil da gibt es alles Mögliche. Da gibt es vielleicht einen, der ist echt schlecht drauf. Da gibt es vielleicht einen, der ist echt wütend. Und da gibt es vielleicht einen, der ist ganz heilig. Ja? Und oft haben die ja unterschiedliche Meinungen, diese Stimmen. Der eine sagt, ich will Nähe. Der andere sagt, bevor ich drum bitten muss, will ich überhaupt keine Nähe. So. Und es ist unglaublich schwer, eine gesunde Beziehung nach außen zu führen, wenn da innen alles Chaos ist. Jetzt kannst du sagen, aber Gott liebt mich, ja? Genau. Gott liebt dich. Und wenn du dich hasst, weißt du, was bei dir gefühlsmäßig ankommt? Genau, der Hass. Nochmal. Gott liebt dich. Wenn du diese Liebe, die du von Gott bekommst, nimmst, aber nicht wirklich nimmst, sondern alles, was in dir ist, hasst und ablehnst, weißt du, was bei dir tief drin ankommen wird? Hass und Ablehnung. Und das ist nicht Gottes Problem, sondern da ist der einfach noch nicht so reif, noch nicht nachgewachsen. Das ist dieser lebenslange Prozess. Das heißt, deine erste Aufgabe in einer gesunden Verantwortungsübernahme, ich male hier wieder mit Braun, wie ich vorher Selbstachtung und Verantwortung gemalt habe. Das erste ist wahrnehmen. Was ist da? Was brauche ich gerade wirklich? Was ist gerade das Problem? Warum bin ich gerade so sauer? Und der zweite Schritt ist nicht, und jetzt brauche ich jemanden, der mich tröstet. Sondern das zweite ist, ich muss die Verantwortung übernehmen für meine Gefühle. Und wenn ich schlecht drauf bin, wenn mich gerade die ganze Welt ankotzt, ist nicht der erste Schritt, dass ich dir das vor den Latz kotze, sondern erstmal, dass ich mir überlege, okay, was mache ich mit diesem Gefühl? Wo gehe ich damit hin? Ja? Für was bin ich verantwortlich? Wo muss ich tatsächlich mit jemand anderem was klären, ohne Zweifel? Aber dann auf eine gute Weise. Also das hier, Verantwortung und Wahrnehmen, das läuft nach innen. Für das bin ich zuständig, das kannst du nicht für mich tun. Und wenn ich das geklärt habe, wenn ich hier stehe und hier diese Liebe von Gott empfange, weißt du, diese unendliche Würde, die ich habe, dass ich Kind Gottes bin, das kann konkret so aussehen, dass ich die Bibel studiere, was die alles sagt, dass ich reingewaschen bin durch das Blut Jesu, dass er mich krönt, dass er mir Würde gibt. Wenn das für dich ein Problem ist, dann geh da tief ran, bis du das spürst, dass Gott dir erlaubt, dass du bist, dass du Bedürfnisse haben darfst, dass du sein darfst, dass du Mühe machen darfst, dass du mal ein Problem haben darfst, dass du nicht immer nur funktionieren musst, dass du dir das selber erlaubst, dass du dich selber dafür gleich mal nicht verdammst, sondern Verantwortung dafür übernimmst. Das ist hier drin mal. Und wenn das passiert, kannst du in drei einfachen Schritten nach außen eine gesunde Beziehung leben. Und diese drei Schritte sind erstmal hören vom anderen, zweitens bitten und drittens Abmachungen treffen. So machst du gesunde Beziehungen. Erstmal, du kannst bitten, da male ich nochmal dieses mit der Farbe, das Ohr. Weil das Zuhören hat viel mit Nähe zu tun. Wenn du hier wahrnimmst, du kannst tatsächlich lernen, ich will hören von dir. Weil ich ganz bei mir bin, kann ich auch ganz beim Du sein. Und wenn ich ganz beim Du bin, dann können wir auch ernsthaft über ein Es sprechen. Und zwar, indem ich einfach drum bitte. Das ist wir sind oft viel zu ängstlich oder viel zu stolz, wenn ich wirklich sage, ich bräuchte jetzt eigentlich nur, dass du mich in den Arm nimmst. Weißt du? Oft sind wir zu stolz und deswegen kommen wir mit Beschuldigungen oder mit allem Möglichen, machen eine Szene. Wenn wir echt sagen, ich hätte so gern, dass du mir jetzt zuhörst oder ich bräuchte jetzt ein bisschen oder ich wünsche mir,
ich wünsche mir jetzt ein bisschen Nähe. Dieses Bitte hat was Respektvolles. Es ist nicht dieses Einfordernde, wenn nicht, dann bist du böse. Das Bitte ist, ich bitte dich drum, aber ich höre ja auch, was du brauchst. Und aus beidem machen wir einen Deal. Nicht so ein schönes Wort, man könnte auch sagen, eine Verabredung. Ein Deal bedeutet auf Augenhöhe. Du bist verantwortlich für dein Zeug. Ich werde dich nicht erlösen können. Ich bin verantwortlich für mein Zeug und Gott kleidet uns beide in Würde. Ich muss dir nicht deine Würde geben und ich muss auch nicht deine in Staub treten. Ich muss mich nicht vergleichen mit dir. Ich kann dich nicht erlösen, aber wir treffen uns auf Augenhöhe und wir können einen wunderbaren ein Abkommen treffen. Ich meine damit gar nichts Wirtschaftliches, sondern was sehr Herzliches. Sowas wie, was ist dein Wunsch, was ist mein Wunsch, wie können wir das gemeinsam gestalten? So sieht eine saubere und so sieht auch eine reine Beziehung aus. Und aus sowas wächst auch Energie nach außen, wächst Leben nach außen. Ich komme zum Ende. Du hast von Gott ein unglaubliches Geschenk bekommen und das ist das Geschenk, dass es dich gibt. Und dass du von ihm geliebt bist, dass du sein darfst. Es gibt so viel zu entdecken in dem, wer du bist. Wenn du merkst, du bist dann auch gar nicht angekommen, weil du nur im Außen lebst oder was in Beziehungen suchst und die sind gar nicht gut, dann musst du vielleicht einen Cut machen, dann musst du vielleicht aus sowas raus und erstmal lernen, Verantwortung zu übernehmen für dein Leben. Das wird ein lebenslanger Prozess sein, aber er beginnt damit, dass du anfängst, dich lieben zu lassen von deinem Vater im Himmel. Das ist oft gar nicht so leicht. Und das ist auch ein lebenslanger Prozess, sich immer tiefer von ihm lieben zu lassen. Und dann kannst du lernen, für dein Zeug Verantwortung zu übernehmen, nicht alles nach draußen zu quetschen, aber dann auch ganz beim Du zu sein und zu sagen, ich bin jetzt wirklich ganz Ohr, ich bin ganz für dich. Ich werde meine Anliegen äußern, ich höre auch deine und wir finden gemeinsam einen Weg, wie wir leben und zwar in aufrechter Weise, ja, ohne dass sich einer bücken muss oder einer verschwinden muss. Da wird sehr viel Nähe sein, aber es ist eine Nähe, wo ich nicht mich verleugnen muss, wo ich die Wahrheit sagen darf, wo ich direkt sein darf und wo wir Freiheit bewahren, trotz einer engen Nähe. Und das ist ein Modell, das Leben freisetzt, weil es nach Gott riecht, weil Gott selber Beziehung ist, weil er Dreifaltigkeit ist und weil er diese Qualität von Nähe in Freiheit und in Wahrheit in seinem dreifaltigen Leben in sich trägt. Lade ich ein, dass wir jetzt beten.